3, 2, 1, ihr Lieben. Wir sind live für euch heute wieder aus dem Meeting Center in Bützow. Und zu Gast, nein, ich habe mir die Gesine einfach dazu geholt. Genau. No, Gesine? Kerstin? Genau, wir beide für euch. Und ihr wisst ja, wenn Gesine hier ist, dann gibt's immer was für unseren Nachwuchs, für den Tupperware-Nachwuchs. Und sie hat sich wieder was sehr, sehr Schönes ausgesucht heute. Aber Gesine, erzähl selber, was hast du dir Schönes für heute ausgesucht? Es wird heute ein Ampelbrot geben. Das Brot habe ich schon vorbereitet und ich werde euch zeigen, wie daraus ein Ampelbrot wird. Und weil ja bei den Kindern auch immer das Auge mit ist, gibt's auch ein paar selbstgebackene Stülchen mit Gesichtern. Und das werden wir gleich fertig machen. Da bin ich ja schon gespannt, was das Schönes wird und was am Ende wirklich für ein Ergebnis rauskommt. Sie hat ein bisschen vorgearbeitet. Genau. Weil Brotbacken dauert ja echt ziemlich lange. Ja, eine Dreiviertelstunde mit ein bisschen Deckel auf und von oben bräunen. Und wenn du noch eine Stehzeit hast, wenn du ein Hefebrot hast. Ja, ich muss abkühlen, das hätten wir nicht so schnell verarbeiten können. Deswegen hat sie uns, guck dir mal, schon mal lecker Brot mitgebracht. Es hüpft, das heißt, es ist auch gut raus. Genau. Was hast du drin? Das ist eigentlich unsere Bierbrotrezeptur. Ah. Wenn wir die im Nachhinein irgendwie noch einfügen können, können wir das ja gerne tun oder aufs Bild mit verpacken. Mhm. Und diesmal habe ich die Variante mit dunklem Mehl genommen, Malz, Bier und Körnern. Sehr gut. Und das ist quasi wie so ein kleines 500 Gramm Brot. Ja, von 500 Gramm Mehl. Ne? Und die Form, die kennt ihr. Wir haben ja schon mal tolles Bierbrot gebacken. Und wir haben natürlich auch schon mal ein Eiweißbrot gebacken mit Haferflocken und Quark und Ei. Und diese Form dürfen jetzt 2 Wochen lang unsere Gastgeber zum halben Preis kriegen, ihr Lieben. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Tupperparty planen möchtet, wollt, mit uns sehr gerne im Norden, mit der Bezirkssendung Rostock-Neubrandenburg natürlich, dürft ihr live oder natürlich auch via WhatsApp Gastgeber sein. Und dann gibt es die zum Schnapperpreis. Genau. Mhm. 44,90. Wenn ich das Bild nochmal herholen darf, ich habe es immer schnell vom Tisch geholt. Und das ist natürlich ein Hammer. Und deshalb lohnt es sich immer, Gastgeberin zu sein. Das ist auch sowieso ein Motto von mir. Gastgeberin sein lohnt sich immer. Und natürlich lohnt es sich immer, wer so die letzten Tupper-Monate, Tupper-Jahre mitbekommen hat, zu Anfang eines Angebots Gastgeberin zu sein, weil dann gibt es immer noch so ein i-Tüpfelchen und jetzt ist es unsere Kastenform zum halben Preis und die sollte man sich holen. Kriegt man dann nur einmalig als Gastgeberin, kann man leider nicht als Gast kaufen. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal hinter den Tisch und schau mal weiter. Genau, ich mache mal die Einstellung etwas dichter, guckt mal, so dass das Ganze auch schön zu sehen bist, Gesine. Ja, ich glaube. Ja, so sieht es gut aus. So sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Und wie gesagt, ich möchte jetzt das gebackene Brot verwenden, egal welches ihr vielleicht hier drin backt, aber so mit 500 Gramm Mehl seid ihr immer ganz gut bei. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ihr ein dunkles Mehl verwendet, dann bleibt das Brot auch in etwa in dieser Höhe, wenn ihr mit hellem Mehl arbeitet. Und vielleicht Zwiebeln dazu macht. Man kann es genauso auch als Zwiebelbrot backen. Und deshalb finde ich diese Brotrezeptur einfach so Hammer. Jetzt auch so Richtung, ja, also wir haben am Wochenende auch angegrillt. Ich will mal sagen Richtung Grillzeit. Dann ist schnell ein Brot fertig. Das ist nämlich ein Brot, was nicht gehen muss, aufgrund dessen, weil ja ein Bier mit rankommt. Auch da ist völlig egal, welches Bier ihr nehmt. Ob ihr ein ganz normales, ich sage immer mal Aldi-Bier nehmt, oder ihr nehmt wieder Malz, weil Malz auch eine schöne Farbe macht. Mhm. Ist völlig egal. Es geht um die Hefe, die ja im Bier schon mit drin ist. Und die lässt euer Brot richtig gut gehen. Und das einfach im Backvorgang. Ihr braucht nicht dieses Brot gehen lassen und habt da schon wieder eine halbe Stunde, ich will nicht sagen Zeit für verschenkt, aber ihr rührt es einfach nur in der Schale zusammen. Und so gebt ihr die Masse in die gefettete Form. Also ich habe mir mal angewöhnt, immer wenn ich in irgendeinem unserer Ultras backe, ich könnte hier ja zum Beispiel auch einen Kasten Kuchen drin backen, den ich gut rausstürzen kann. Dann fette ich meine Form. Wenn ich aber was mit Fleisch drin mache, wo das Fleisch von ganz alleine Bratensaft entwickeln kann, weil ich ja immer mit dem Deckel arbeite im Backofen und auch bei diesem Brot nehme ich den Deckel nur für die letzten 10 Minuten nochmal ab. Und dann ist es wirklich mit der normalen Ober-Unterhitze, die ihr verwendet oder Umluft,
wirklich so knusprig geworden. Natürlich ein bisschen rissig, aber das ist ja bei so einem Roggenbrot halt so. Und wie gesagt, bei Fleisch, da fette ich nicht, weil Fleisch ganz alleine genügend Bratensaft entwickelt. Aber beim Brot habe ich gefettet. Und deshalb ging es auch gestern, schaut mal, so wunderbar raus. Und jetzt komme ich doch auch noch mal ein bisschen dichter, damit ihr auch seht, ich habe sie so gelassen von gestern. Und ich glaube, ihr seht es hier gar nicht so. Aber es ist nicht viel drin. Doch, jetzt hier seht es gut. Ne? Und so kommt das Brot hier raus. Und das lässt sich jetzt gut im Geschirrspüler reinigen. Und deshalb habe ich euch das so mitgebracht, damit ihr das seht. Habe ich also gestern Abend gebacken, ist jetzt ausgekühlt. Und deshalb können wir jetzt gleich schon mal ein paar Scheiben davon schneiden. Aber warum wird es ein Ampelbrot? Ich habe hier schon mal dreierlei Schüsselchen mit Frischkäse aufgeteilt. Und Ampel sagt natürlich, da muss was Grünes, da muss was Gelbes, da muss was Rotes. Und Grün passte jetzt wunderbar, denn ich habe von der Nachbarin Bärlauch bekommen. Und mein Mann und mir auch am Wochenende einen schnellen Bärlauch-Schnittlauchquark gemacht. Deshalb habe ich auch noch wieder ein bisschen frischen Schnittlauch von mir mit. Und ich habe hier auch kleine frische Petersilie mit abgezupft. Und davon werden wir schon mal die grüne Schicht machen. Und ich wollte eben noch mal gucken, ist sie hinter mir. Was suchst du? Für den Schnittlauch können wir nämlich auch ganz schnell unsere Haushaltsschere verwenden, weil der lässt sich nicht so gut im Turbo machen. Ne? Weil der dreht sich mit rum. Und Schnittlauch schneide ich entweder zu Hause mit einem schönen Wiegemesser oder man kann es eben auch einfach mit der Schere direkt reinschneiden, wo man es hinhaben möchte. Und deshalb würde ich den Schnittlauch, wir können ein klein bisschen vielleicht noch überlassen für unsere Gesichterfratzen, will ich mal sagen. Ja. Brote. Fratzen übernehme Brote. Ich, das kann ich gut schneiden. Genau. Und dann tun wir aber in unserem Turbo den Bärlauch und die Petersilie. Mhm. Okay. Da habe ich einfach mit meiner Nachbarin letzte Woche getauscht. Ich wollte ihr ganz viel Schnittlauch abgeben und sie sagt, möchtest du denn von mir Bärlauch haben? Na klar. Ich habe noch nie Bärlauch verarbeitet, aber ich habe eine Freundin, die unten im Stuttgarter Raum regelmäßig Bärlauch-Pesto, Bärlauch... Hast du eben meine Petersilie schon mit reingehauen? Ja, habe ich. Und sowas schmeckt natürlich total lecker, aber ja, ich habe es in Tütchen mitgebracht. So hat sie es mir gegeben. Das ist natürlich auch zu Hause. Ich habe es einfach so mitgebracht, wie es war. Schrecklich. Schrecklich. Genau, also lieber in Klimaboxen mitnehmen, weil die sind einfach wirklich viel, viel besser. Genau. So, ich würde das mal klein häckseln und den Schnittlauch dann klein schneiden. Genau, den tue ich einfach schon mal hier direkt. Achso, machst du gleich? Ja, den mache ich da so einfach mit Schere. Immer schön drauf achten, ihr Lieben, dass ihr leicht nach oben zieht und nicht nach unten, weil sonst wird das Band irgendwann splissig und reißt. Und das ist natürlich kein Untergrund, weil das muss ein Tupperband auch nicht aushalten, wenn ihr damit nicht gut umgeht. So. Also, ich glaube, das reicht. Guck mal. Ja, ist dir das in Ordnung? Also eine, völlig in Ordnung aus. Eins ist noch nicht. Das wird ganz kurz. Aber jetzt. Und jetzt alles hier rein? Das kommt hier alles dazu. Wir können auch einen Löffel nehmen oder wir können den nehmen. Kleinen Hauptschaber, den brauche ich. Dabei kann ich ja auch noch mal die Story erzählen mit diesem Deckel, was Kerstin meinte und dass das Seil leidet. Meine Tochter hat vor vielen Jahren mal in der Erzieherausbildung den Internationalen Kindertag in Güstrow begleitet und da haben sie Smoothies gemacht. Ja. Da hatten sie dann den größeren, den Multi davon mit und hat das dann auch mal an die Kollegen weitergegeben, die natürlich nicht so von ihr involviert waren und wussten, wie das funktioniert. Und die haben immer schön so runter mit dem Seil gezogen. Ach, ich habe jetzt Mist gemacht. Ich wollte das ja alles hier reinmachen. Wieso? War ja schon... Das kannst du da drin verrühren. Das ist doch alles gut so. Aber es vermischt sich doch besser, wenn es da drin ist. Meinst du nicht? Ach, das können wir so verrühren. Na gut. Also ich hätte mir jetzt wahrscheinlich zu Hause nicht die Arbeit gemacht, das so zu verrühren, sondern alles im Turbo, weil es da wirklich schön gleichmäßig wird. So wird es nicht ganz so schön. Aber so müssen wir dann auch immer den Turbo nochmal wieder schnell sauber kriegen, weil gleich kommt Gelb und dann kommt noch Rot. Ja, cool. Für Gelb brauchen wir ja auch den Turbo. Okay. So, ne? Versuch dann mal alles an Grün rauszuholen. Und da hat jedenfalls mein Turbodeckel zu Hause auch eine tiefe Furche gehabt. Er hat noch eine Weile überlebt, aber irgendwann habe ich den, glaube ich, auch erneuert. Also, ne? Deswegen da bitte bei aufpassen.
Machst du hier eigentlich auch noch Salz und Pfeffer ran? Tatsächlich habe ich den erst, du darfst gerne mal mit einem Löffel dippen, weil Bärlauch und Schnittlauch ist doch auch sehr würzig. Okay. Wir können gerne noch nachsalzen dann, aber mir war der Quark auch relativ schnell würzig. Also ist wirklich schön vermischt mit dem kleinen Topfschaber und ich habe hier eine kleine Hitparade von der Größe der Schüssel. Die kriegt ihr ja jetzt als Set-Angebot, zwei kleine Hitparaden mit einer etwas größeren Schüssel, weil das sind so gängige Schüsseln, die haben wir zum Beispiel immer für Müsli oder eben auch für Joghurt morgens. Ne? Von der Menge her ist das für uns immer vollkommen in Ordnung. So, dann gehen wir einmal probieren. Ah, du hast ja genug Probierlöffel ja, dabei. Ja, ich habe Löffel her, gut. Ansonsten wurde uns bleiben schön daneben gehauen. Du hast recht, also ich würde ja, deswegen, Bärlauch ist sehr, sehr würzig. Nee, Bärlauch geht ja auch so ein bisschen in die Knobi-Richtung. Das war schon, also als ich den Quark runter hatte, habe ich gedacht, was war es jetzt? Ist das Fleisch so würzig oder war es der mal, Quark? Also, sieht richtig gut grün, fertig auch. Genau, wenn wir das kleine bisschen überleben, wir glaube ich hier drinnen, ne? Dann, wenn du möchtest, könntest du noch für die gelbe Farbe ein bisschen, sagen wir mal schnell, gelbe Paprika habe ich schon mal entkernt, geviertelt, ein bisschen klein hacken. Jawohl. Kommt in eine der nächsten Schalen dazu. Eins, zwei, alles? Verreicht, glaube ich, so vielleicht auch. Ich habe es einfach erstmal so, ich wusste nicht genau, wie es hinkommt. Okay. Und da kommt dann fürs Gelbe auch ein bisschen Curry dazu. Okay, jetzt haben wir Grün hier schon mal fertig. Und da geht einfach mal einen Löffel rein. Soll so etwa ein halber Teelöffel sein. Das ist schon mal schön. Ja. Möchtest du den sonst nehmen oder nimmst du den wieder? Wie willst du es am besten rauskriegen? Na du, ich würde mir das jetzt hier... Achso, du wolltest da was machen? Hier kommt jetzt nur Tomatenmark mit rein fürs Rote. Okay. Also wenn du es umkippen willst, kannst du es auch gerne tun. Wir rühren mal heute, ne? Weil Kinder rühren ja auch sehr gerne. So. Und das könnt ihr wirklich mit euren Kindern abends super vorbereiten, ne? Dann können sie das Brot fertig machen, abends schon mal essen und vielleicht am nächsten Tag mit in die Brotbüchse. Sag ich, in die Kita braucht man heutzutage ja fast in die Brotbüchse einpacken, ne? Fürs Hasenbrot. Ja, natürlich, genau. Für die Schule. Für die Schule natürlich, aber Kita, das ist ja Vollverpflegung, ne? Das ist auch gut so. Da braucht sich keine Mutti mehr Gedanken machen. Aber für die Schule, ne, da... ist das Auge ja auch immer noch. Was würdest du jetzt für eine Alternative statt Curry nehmen, wenn du jetzt Kinder hast, die kein Curry mögen? Du, ich denke vielleicht, hätte auch die gelbe Paprika einfach von der Konsistenz gereicht. Mhm. Ne, weil ich meine, an Gelb hast du jetzt ja nicht so wahnsinnig viel Kräuter in der Küche. Mhm. Gelb ist auch noch Kurkuma, aber es ist trotzdem eine Curry-Richtung. Mhm. Koriander ist auch noch so ein bisschen, nee, das ist schon mehr braun. Ne? Ja. Ich probiere hier einmal. Ja, also ich würde hier auch gar kein Salz und nichts mehr ranmachen. Durch das Curry ist ja, das schon endlich schön fertig. So, und du hast hier Rot. Ich bin schon bei Rot. Und falls du das Brotmesser nehmen möchtest und ein bisschen Scheiben schon mal abschneiden, ich würde sagen, wir brauchen ja erstmal drei Scheiben. Okay, das kann oder du kannst auch schon zwei mehr für unsere Gesichter stullen. Ja, ups, einmal raus. Jetzt ist es ja auch kalt, jetzt riecht man es super aufgeschnitten. Soll ich erstmal in der Mitte? Das kannst du auch. Mach wie. Es wird schon irgendwie die nächsten Tage auch gegessen. Oder wir werden hier auch schon mal ein bisschen was knatschen. Genau, also ich mache jetzt einfach mal drei Stullen, weil wir haben ja drei. Drei Ampelfarben. Drei Ampelfarben. Und wenn ihr für Kinderbrot aufschneidet, könnt ihr ansonsten auch halbe Stullen machen. Ne? Ja. Also halt halbe Stulle. Also wir werden die jetzt nachher auch so ein bisschen diagonal anschneiden, dann kann man das schön von der Schnittfläche sehen. Ne? Mhm. Und ich muss ja auch immer, wenn ich auf einer Party, und Party mache ich ja sehr gerne live. Und wenn ich das machen darf und ich backe ein Brot mit meinen Gästen, nehme ich auch immer mein Brotmesser mit. Habt ihr eben gesehen, wie gut das durchgeht? Bei Kerstin beim Schneiden. Und das geht auch so wunderbar, wenn ihr das frisch gebacken habt, das Brot. Also auf der Party das Brot gebacken geht genauso wunderbar. So, guck, Rot und Gelb haben wir jetzt fertig. Peter, einmal du darfst Foto dann einmal für uns hier noch machen.
damit wir das haben. Du musst dran denken, dein Handy rauszuholen zum Foto machen. Jetzt ist der Peter scheinbar auf dem Weg. Sehr gut. Ansonsten liegt es daneben. Okay? Dann gehe ich mal noch einmal so. Ja, genau. Darfst du gerne, dass wir die verschiedenen Farben haben. Und nachher machen wir es natürlich noch schön. So, euch. Wir fangen natürlich unten mit Grün an. Und geben da schon mal eine schöne, saftige Schicht grünen Frischkäse drauf. So. Dann kommt Scheibchen drauf. Dann kommt Gelb. Ja, stimmt, Gelb ist ja in der Mitte. Gelb ist in der Mitte. Achtung, die Ampel wechselt entweder auf Grün oder auf Rot. Also ist Gelb in der Mitte. Okay. Das heißt, das haben wir. Ich meine, bei Gelb fiel mir auch ein, weil du fragst, welche andere Farbe. Du kannst natürlich auch schön ein gekochtes Ei oder nur das Eigelb da draus nehmen. Ach, Eigelb und dann ne? Ein bisschen Frischkäse. Ja, mischen. Genau. Wenn du jetzt meintest, wegen dem Curry vielleicht, wenn Kinder das nicht mögen, ne? Ja. Das geht natürlich auch. So, dann kommt schon. Was habe ich jetzt gedüst? Wir brauchen noch eine vierte. Wieso fehlt mir jetzt die Schicht? Nein, fehlt nicht. Wir müssen hier noch. Wir schneiden noch eins. Eine Stulle abschneiden. Nee, da war ich irritiert. Warum fehlt mir jetzt eine Schicht? Weil Kerstin sie nicht zählen kann. Ach, die Woche fängt erst an. Wir müssen uns erst wieder einlaufen. Genau, wir waren ja die ganze Woche in Wismar auf der Hanseschau für euch unterwegs, haben Gesicht gezeigt. Ganz viele Mädels waren auf Märkten unterwegs. Und auch nächste Woche findet ihr uns wieder. Mich zum Beispiel in... Oh Gott, wo bin ich denn eigentlich? Du bist unterwegs, weißt du gar nicht mehr wo. In Wildberg wird mein Buddy am Sonntag stehen. Da gibt es nämlich eine Live-Musik mit dem Marcel Beuter und Freibier von 11 bis 12. Also kommt da gerne hin. Dann weiß ich, Uta ist auch wieder unterwegs mit ihren Mädels. Ich muss bloß gucken, wo überall. Aber ihr könnt ja wieder in unserer Grafik gucken. Da kriegt ihr ja am Donnerstag wieder die Übersicht, wo wir alles sind. Und die Woche drauf läuft die MSR, nämlich das ist die große Mecklenburger Seenrunde, die Fahrradtour in Neubrandenburg. Und da sind wir auch Freitag und Sonntag für euch auf dem Festplatz mit dem Buddy unterwegs. So, ich versuche jetzt mal vorsichtig mit dem Brot zu euch nach vorne zu kommen. Aber noch sieht man ja nichts. Deswegen, ich wollte nur mal gucken, ob ich es so schon sehe. Noch nicht so ganz. Ja, man kann es ahnen, ne? Oder schön Dreiecke? So, 1, 2, 3. Guck mal. So. Versuch mal dein Glück. So. Dann hat man für drei Kinder gleich was zu essen. Oder für eine Mutti. Oder für eine Mutti. Aber so, schaut mal, so ist es auch gut zu sehen. Grün, gelb, rot. Genau. Herrlich. So. Das müssen wir nachher auch schön fotografieren. Genau. Und jetzt machst du bitte noch mal zwei Scheiben ab, ja, damit ich noch ein Käsegesicht und ein Salatgesicht machen kann. Ja, das kriegt ihr erstmal hier hergestellt. Das haben wir hier. So, wahrscheinlich nicht ganz so dick. Nö. Außerdem du weißt ja, wir werden das nachher hier aufnaschen. Uns ist das, glaube ich, egal, ob zu dünn oder zu dick. So, und jetzt passt schön auf. Gesine hat ein paar Tricks für euch, wie sie das macht. So, genau. Es ist, also ich will es euch mal zeigen, mal gucken, ob es dann hinterher so wird. Wir können ja vergleichen. Also schaut mal, da habe ich so ein Salatgesicht, so eine bunte Wiese und da habe ich so ein Käsegesicht. Ein Ei habe ich jetzt leider nicht gekocht, da habe ich gedacht, da nehmen wir eine Burke als Augen. Man kann ja variieren. Meine Oma hat früher immer gesagt, in der Küche man nehme, wenn man hat. Ja, das ist gut. Ne? Und deshalb, genau, habe ich da schon mal ein bisschen... Salat, da kommt erstmal ein bisschen Salat unten drunter. Mal gucken, wie groß er ist. Ein bisschen können wir unten wegnehmen. Das heißt, da ist auch unten gar nichts drunter. Nee. Wir können natürlich natürlich, wir können hier, wir haben doch genug da, wir machen ein bisschen Kräuter unten drunter. Na, würde ich jetzt denken, ne? So, sonst kann unser Salat ein bisschen verbinden, sag ich mal. Das denke ich auch. So. Okay, Salat liegt. Salat liegt. Und dann habe ich jetzt mal, wo ich ja immer hoffe, dass wir sie mal wieder kriegen. Was brauche ich dafür eigentlich? Blümchen und Mond. Herz. Herz, Blümchen und Mond in Kleinformat. Schaut mal.
schöne kleine Weihnachtsausstecher. Und warum sollen wir nur Weihnachten ausstechen? Wir können das ganze Jahr für unsere Kinder Plätzchen backen. Aber wir können es natürlich auch wunderbar nehmen, um Wurst und Käse auszustechen. Und da haben wir Stullen. Stühlchen, man kann auch direkt Stühlchen ausstechen, na klar. Genau, du hast Käse mitgebracht. Ja, ich habe möchte bitte auch spielen. Du möchtest auch spielen. Dann machst du uns doch hier vielleicht mal aus Käse ein bisschen Blümchen und Herzchen. Okay. Herzchen. Ach, Herzchen ist gar nicht. Doch, Herzchen ist schon. Schon. Und die Blume, genau. Okay. Auf einmal. Und das geht echt super. Guck mal. Hier. Und das Herzchen ist fertig. Wie viele Herzchen brauchst du? Zwei, weil wir wollen ein Schmetterling daraus basteln. Aha. Okay. Noch jetzt ein Flügelchen. Ja. Und noch ein Flügelchen. Ach so, ja stimmt, da muss nur noch was dazwischen. Genau, da kommt eine kleine Tomate gleich zwischen. Guck mal, wie viele Blümchen brauchst du? Zwei auch. Okay. Bitteschön. So, ich noch einmal machen. So. Kommen wir ein bisschen übereinander. Okay. So. Und dann kommt auch noch was Wurstiges. Da könntest du auch eine Blume machen. Zwei Blumen und vielleicht auch noch zwei Monde. Okay, also. Und wo habe ich eben meine Tomaten? Ach, da bei dir stehen sie. So, jetzt habe ich gleich mal zwei gemacht, damit ich das schneller habe. Ne? Und dann kriege ich das auch beides hier raus, wenn man das schön nebeneinander legt. Ne? Das heißt, ich habe jetzt zwei Monde und zwei Blümchen. So. Und der Rest, der kann dann in meinen Mund. Der kann genascht werden, genau. Ist das alle. So, jetzt habe ich nämlich hier draus wird auch noch mal ein Schmetterling. Ah ja, sehr gut. So, und der kriegt hier auch noch mal so. Und das andere Würstchen kriegt einen ganz kleinen, das Blumenwürstchen kriegt einen ganz kleinen Klecks. Tomatenpaprika. Tomatenmark. Guck mal, kann man noch ein, ja, deswegen habe ich uns ein bisschen genau. Da kann man kreativ sein. Das ist echt für die Kinder schön, wenn sie wirklich sich selber ihr Essen machen. Essen sie es oft auch auf, im Gegensatz zu dem, was sie sonst von Mutti und Papi vorgesetzt haben. Genau. Und dann machen wir vielleicht mal eins mit. So. Mit vielleicht. So. Curry. Ja. Aufstrich. Und dann? Ach, da machst du die Gesichter, ne? Genau, da könntest du die Gurke vielleicht mal anschneiden und uns da. Eigentlich brauchen wir nur eine Scheibe und zwei halbe, also aus, ne? Aus einer Scheibe zwei halbe machen, damit wir zwei Augen bekommen. So, das heißt, ach so, du hast die dann. So, dann kommen die so als Auge. Jawohl. Und da kann auch so ein Klecks rauf. Und kann man eine Pupille. Ach so, da hast du quasi, ups, ja, sehr gut. Und als Mund? Als Mund kriegt er auch. Also kriegt er eine, haben wir da eine halbe für die Nase? Soll ich nochmal Gurke nehmen? Ich würde Gurke nehmen, nicht so viel. Gut, dann machen wir eine Gurke. Ja, sonst ist da vielleicht Tomatenmark, aber das kann man natürlich. Tja. Pass mal auf. Ich bin wieder grob schlecht. Wir machen ihm hier mal gleich so ein paar Zähne raus oder so, vielleicht. Ach so? Ja gut, das kannst du natürlich machen. Da bin ich schon wieder raus. Na, komm raus. Sieht hier aus wie. Ja gut. Und das Ganze können wir natürlich dekorativ noch auf. Also mal, ich zeige euch mal unseren Mund. Könnt ihr das gut? Ich hoffe. So. Genau, das Ganze legen wir dann vielleicht einfach, damit es schön schick ist. In ein Boot? In ein Boot. Okay. So. Okay. Und dann hat nämlich unser kleiner Geselle, weil was gehört am Kopf ran? Haare. Na, die haben wir nicht. Aber die Kinder sollen uns ja auch hören im Kindergarten, ne? Ach, Ohren. Also Ohren. Kriegen sie hier so ein paar Ohren. Ohren reingelegt. Fertig. Sehr gut. Das fotografieren wir. Das machen wir gleich noch in Schick, in Foto. Wartet mal. Ich komme mal. Das ist das Gute. Wir haben es auf der Schneidunterlage gemacht. Guckt mal.
Wir kommen mal damit zu euch, damit ihr euch das angucken könnt. Na, also so sehen jetzt unsere Gesichterchen aus. Und wisst ihr was, wir haben jetzt so gerade nur in dieser Woche so ganz tolle Sandwich-Boxen als Partyangebot. Da passt genau einmal ums Brot die Stulle halt auch rein. Da könnte man das Ampelbrot auch gut reinlegen. Ne? Das heißt, nee, kann man nicht, weil es ist zu hoch. Es gibt nur Ampel, gibt eine Schicht. Eine Ampelschicht. Ne? Aber hier kann man das gut machen. Oder ihr nehmt die kleinen, da kann man auch die Dips gut reinmachen. Genau. Ne? Also das sind so unsere Kindersachen, die wir auch für euch im Katalog derweil mit anbieten können. Aber wir sind schon fertig, ne? Ja. Das ist sehr gut. Wir machen noch schöne Fotos für euch. Genau. Damit das auch schick und schön dann einmal zu sehen ist für die Fotokollage. Und dann sind wir ja schon heute. Und auf das Foto mit dem Bierboot schreiben wir die Zutaten gleich dazu. Wenn ich das dann hinkriege. Na, das kann ich doch tun. In Ordnung. Dann kriegt ihr das Rezept fürs Bierboot auch noch. Und nächste Woche lasst ihr euch überraschen, was wir dann für euch zaubern. Da wird es dann wieder 19 Uhr aus Neubrandenburg gesendet. Ich muss mal gucken, wer mit mir da kocht oder ob ich das alleine mache. Wir werden mal sehen. Irgendeiner wird und ich werde auf alle Fälle für euch da sein. Damit sage ich Tschüss und Bye-bye. Wir lassen es uns jetzt schmecken und ich hoffe, ihr schaltet euch nächste Woche wieder ein, sagt weiter, dass man bei uns gut Spaß haben kann und vielleicht schickt ihr uns auch mal eure Rezeptideen oder eure fertigen Bilder, was ihr mit unseren Produkten quasi gezaubert habt. No? Und damit sag ich Tschüss. Tschüss. Bis bald.